Wie heißt es so schön? Probleme sollte man ja lösen, solange sie noch klein sind. In Sachen Ebola hat man sich leider sehr viel Zeit gelassen, sodass sich die Seuche rasend schnell ausbreiten konnte. In Westafrika ist man jetzt auf jede Hilfe angewiesen. Rund 500 freiwillige Soldaten, Reservisten und Zivilisten sind dem Aufruf von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gefolgt und wollen ins Krisengebiet reisen, um dort zu helfen. So wie Sebastian Gerhardt. Was hat den Hauptfeldwebel und Familienvater dazu bewegt? Entschieden habe ich mich eigentlich unmittelbar, nachdem ich von der Ministerin die Aufforderung gelesen habe. Kann man eigentlich sagen, eine Stunde später hatte ich schon meine Freiwilligenmeldung abgegeben. Ich habe mich vorher damit schon befasst und das Leid der Menschen da unten, das ging mir eigentlich relativ nah. Und ich wäre jetzt wirklich froh, wenn ich auch da dementsprechend an Menschen helfen könnte da fort. Sebastian Gerhardt ist 34 und Berufssoldat. In der Falkenstein-Kaserne in Koblenz arbeitet er als Techniker. Bald könnte er ins Ebola-Gebiet reisen, und zwar freiwillig. Seine Freunde stehen hinter ihm, sagt Sebastian, auch Familie und Freundin. Ich habe auch zwei Kinder, die sind 8 und 12 Jahre alt und die verstehen nicht, wie gefährlich das ist. Man kann skypen, es ist WLAN vorhanden, man kann sich abends verständigen. Ich denke, das kann man überbrücken. Trotzdem denke ich natürlich jeden Tag an meine Kids und ich habe hier immer was, das ist mir besonders wichtig, das ist hier die Tasse, die habe ich im letzten Einsatz zugeschickt bekommen von denen, ne, zum Geburtstag. Und die benutze ich eigentlich seit Jahren jetzt schon. Ne. Die habe ich ja überall dann dabei und wenn ich auf Lehrgang fahre oder so, die ist eigentlich immer im Gepäck. Zuletzt war Sebastian in Afghanistan stationiert. Für seinen freiwilligen Einsatz jetzt hat er gerade ein spezielles Training durchlaufen, eine intensive Erfahrung. Wenn man weiß, alle wollen das machen und sind motiviert, richtig motiviert, dann ist das natürlich schon was anderes. Ja. Und jeder kontrolliert den anderen, jeder achtet auf einen. Das schafft schon Kameradschaft. Ne. In einem solchen Camp in Liberia soll Sebastian mitarbeiten, Ärzte und Helfer bei ihrem Kampf gegen die Seuche unterstützen, die Technik am Laufen halten. Natürlich, wenn hier irgendwelche Defekte sind oder wenn natürlich hier ist zum Beispiel der Tank für das Desinfektionsmittel, wenn der aufgefüllt werden muss und man hier rein muss, dann muss man die Schutzausrüstung anlegen und muss sich dann in den roten Bereich dann in die Red Zone reinbegeben. Gedanken über eine Infektion macht er sich aber kaum. Die einzige Gefahr, die man ja hat in diesem Einsatz, ist ja, dass man sich quasi mit Ebola infiziert. Und ich fühle mich also sehr gut vorbereitet durch die Ausbildung in Appen. Ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß auch ungefähr aus Videos und so weiter, aus Bildern, wie es da aussieht. Ja, und die sind nicht schön. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich persönlich, also für mich jetzt gesagt, dass ich das auch gut verkraften kann. Wenn man die Schutzmaßnahmen einhält und die sind sehr hoch, wenn man konzentriert an die Sache rangeht, dann kann man das schon machen. Seine jüngeren Kameraden haben Respekt vor Sebastians Entscheidung. Sie fliegen nicht mit. Ich bin knapp vor zwei Jahren Vater geworden. Erwarte jetzt mein zweites Kind und Familie geht nun mal vor. Ja gut, Ebola ist halt eben wirklich eine sehr, sehr gefährliche Sache und ich habe da wirklich jetzt nicht so die Ambition, da runterzugehen. Wenn jetzt jeder den Gedanken hätte und deshalb nicht gehen würde, dann könnten wir die Mission nicht auf die Beine stellen, ja. Also, ja, dann könnten wir alle hier bleiben und würden ein Flugzeug mit Hilfsmitteln runterschicken. Aber ich denke dann, so ist schon gut. Jetzt muss es nur noch losgehen.